Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Grim Dawn. Ich begrüße euch herzlichst und wir wollen mal wieder ein bisschen Monster-Schnetzeln gehen. Wir waren ja das letzte Mal in dieser komischen Halle oder diesem Dungeon drin, wo mir einfach der Schlüssel fehlte und ich auch nicht weiß, wo ich den herkriege. Deshalb porte ich mich hier mal wieder zurück. Wir haben ja noch Aufträge, die wir zwar noch nicht gefunden haben. Ach, wieder hier rausgekommen. Jungs, geht mir nicht auf den Sack. Sterb doch einfach. Lass das. So. Ich werde es diesmal ein bisschen... Ja, ich wollte nach oben gehen und es geht nicht. Na, ein Träumchen. So, dann lasst uns mal gucken. Ach, Jungs. Muss doch echt nicht sein, oder? Tut doch nicht Not. Echt nicht. Ach, scheiße. So, das nehmen wir mit. Komm her. Schwupp, schwupp. Die Frage ist jetzt ganz grundsätzlich, wo müssen wir hin? Naja. Ach, hier sind noch jede Menge Insekten. So. Zack, da. Ach, Schädel, der hast du nicht gesehen. Ja, da sind auch mal wieder ein paar Insekten unterwegs. Was denn? Hoppala. Eieieiei. Es waren aber eine ganze Menge eben. Skills not ready. Meine Fresse. Verpisst euch. Ist jetzt mal gut. So. Ist immer noch nicht Ruhe. Langsam wird sie aber anstrengend. So, hier ist ja auch noch ein paar Binilis. Na komm, ich bin euer Imker. Lalalala. So, jetzt haben wir hier unsere ganzen Bienen vertrieben. Schwubbidiwupp. Alles voller Gekröse. Na, noch mehr davon? Ach. Durch Wände schießen war ja nichts eins. Und wenn wir da Eisenheiltrank, bla. Aber hier waren wir doch schon, oder? Noch nicht so richtig. So, das war das. Nehmen wir gerne alles. Gehen wir hier mal rein. Die können aber auch richtig was einstecken, die Arschlöcher. So. Den haben. Was denn? Mann. Kann man sich hier mal hinstellen und mal eben auf der Map umschauen? Ist das möglich? Da ist nichts weiter. Wir müssen da wirklich irgendwo rein. Westen ist Eingang. Da könnten wir nochmal eben rein. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ein bisschen gucken, ob wir da irgendwas abgreifen können. Man weiß ja nie. Und wenn es ein paar EP sind. Ach, Jungs. Ja,
Das war's dazu. Dann gehen wir mal ins Wespennest. Lalalala. Ach, hier waren wir schon, ne? Jupp. Dann brauchen wir auch gar nicht weiter gucken. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir doch wieder runter in die Höhle, in der wir schon gewesen sind. Ich verstehe es, aber wir sind doch jetzt... Moment mal. Da war doch auch irgendwo... Hä? Jetzt verwirrt. Das ist das Versteck von Conley. Sag mal, ihr wollt mich doch jetzt veräppeln, ne? Hergestellter Schrein. Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Twin Nine, Broken Hills, war das da? Beim Gucken. Genau, da waren wir da ja schon durch die Höhlen durch. Jetzt muss ich mal gucken. Da war nichts weiter. Da weiß ich gar nicht mehr, warum ich da nicht... Ich gehe jetzt erstmal in die Richtung. Wahrscheinlich ist das da zu Ende. Vermute ich mal so. Ich weiß es jetzt echt gerade nicht. Na komm, das, ihr stellt euch doch mir echt eh in den Weg. Ui, wer bist du denn, ey? Das war geschickt. Hör auf jetzt. Seh zu, dass du wegkommst. Ja, geht doch. Ja, wirklich blutfreundlich sind die Viecher hier heute auch nicht. Selten, dass man was Grünes oder Blaues dabei hast. So, Tag. Ja, reicht. Wie sollen davon noch kommen hier? So, jetzt wollen wir gucken, ob wir hier oben gleich links weiterkommen oder ob das so ist, wie ich vermute, und es ist Schicht im Schacht. Weil irgendwie finde ich gerade auch keine meiner Quetten. Ach. Jungens, so. Geht doch. Man muss ja nur wollen, ne? Lalalala. Ach, wer bist du denn? Na komm. So, weiter geht's. Ne, hier ist nicht Schicht im Schacht. Also gehen wir erstmal hier weiter. Karges Hochland, na dann. Opfern. Sehr schön. Ein Devotionspunkt. Ein Repetiergewehr der Gier und zwei blaue Items. Da möchte ich doch mal gucken, was uns man uns da geliefert. Du bist aber kein Gewehr. Man macht doch 266 Schaden weniger, auch wenn du wahrscheinlich deutlich schneller schießt. Nun denn, war jetzt nicht so doll, aber ein Devotionspunkt. Alter, mach dich locker. So. Abzeichen. Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Devotionspunkt ist ja immer nice, dass wir den aktiviert haben. Ach, Jemine. Kommt her, komm. So, so. Na komm, komm her, komm, 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 komm. So. Das war das. Ich hoffe, dass hier echt bald mal wieder so ein Tor ist, weil ich weiß echt jetzt gerade nicht, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gehe. Meine Vermutung ist gerade mal tendenziell eher nicht. Ach, Mann.
Ich muss echt sagen, ich glaube, ich sollte mal ein Video drehen mit so einer, mit der Beschreibung meiner Skillung, weil die gefällt mir sehr gut. Klar bin ich auch schon gestorben, aber dann tendenziell einmal aus Selbstüberschätzung und das andere Mal aus purer Dummheit. Muss man einfach so sehen. So, wo geht's denn hier hin? Hier geht's ins Nichts. Auch schön. Tja, ich geh jetzt einfach nochmal weiter nach links, was? Bin da jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Auf jeden Fall. Aha. Watch your back. Trust no one. Du riechst nicht wie einer. Nee, bin ich auch nicht. Wenn ihr hier seid, dann macht euch. Ja. Ich kann nur vermuten, dass du Morne meinst. Dieser Idiot brachte mich in Old Arcovia fast um. Banditen erwischten uns in der Nacht und wurden von einem verdammten Feuer angezogen. Sie fesselten und schleppten mich in ihr Lager, wahrscheinlich um mich mit dem Rest der Gang zu teilen. Pech für sie, dass sie nicht mal gut Knoten binden konnten. Ich schlitzte ihre Kehlen auf, während sie schliefen, und machte mich dann davon. Und warum seid ihr nicht zu Morne zurückgekehrt? Naja, ich dachte, er wäre tot. Aber da ich weiß, dass er wieder in Gravitz Crossing ist, bin ich noch weniger bereit, zurückzukehren. Er ist kein schlechter Mensch, aber ich kann es nicht ertragen, dass er mich als Ersatz für seine tote Ehefrau anhimmelt. Er glaubt, dass zwischen uns eine große Romanze besteht, und er will nicht akzeptieren, dass ich solche Gefühle nicht habe. Soll ich ihm sagen, dass er im Leben seid? Es wäre wohl besser, wenn er mich für tot hält. Das Letzte, was ich brauche, ist ein kranker Trottel, der mich durch diese höllische Welt verfolgt. Was meint ihr mit noch einer aus der Wissenschaft? Okay. Erst kürzlich bin ich einem weiteren Überlebenden aus Devil's Crossing begegnet, der mich davon überzeugt hat, dass Homestead ein Ort ist, an dem ich etwas bewirken kann. Ich habe nie den Namen erfahren, aber er kochte ein feines Essen und erzählte mir viele bemerkenswerte Geschichten über politische Intrigen in den Zeiten des Kaiserreichs. Dann machte er sich auf den Weg. Wenn ihr unterwegs nach Homestead gewesen seid, warum seid ihr nicht mit ihm gegangen? Er stand einfach mitten in der Nacht auf und sagte zu mir, dass er fortginge, da er dringende Geschäfte in Homestead zu erledigen habe. Ich warnte ihn, dass es klüger wäre, noch zu warten, solange die Trolle und Ätherischen im Schmugglerpass ihre Kämpfe austragen. Aber er sagte, er könne ungesehen an für ihn vorbei, wenn er allein wäre. Es klingt verrückt, aber er war ein liebenswerter Kerl, und ich hoffe, dass es ihm besser ergangen ist, als erwartet. Okay. Ja. Bla. Gut. Aha. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Wo ist denn... bringt die Annalen zu Amkala im Roverlager? Gucken wir mal auf die Map. Wo ist denn das Roverlager? Haben wir da irgendwas? Rift in Old Arcovia, Rift in Conleys Versteck. Broken Hills, wiederhergestellter Schrein, Foothills. Wo ist denn dieses blöde Roverlager? In Old Arcovia. Aha. Twin Falls, da bin ich. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieses blöde Roverlager ist, dann wäre ich ja schon mal eine ganze Ecke fröhlicher. Das ist auch ein bisschen blöd gemacht, dass er nicht anzeigt, wo das Ziel ist.
Wiederhergestellter Schrein, Rift in Connellys Versteck, Rift in Old Arcovia. Wiederhergestellter Schrein, wiederhergestellter Rift in Shrein Falls. Wo ist das Roverlager? Ja gut, wir gehen jetzt hier erstmal weiter, weil ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Sie will also nicht zurückziehen, okay. Macht doch, was ihr wollt. Ah, ihr wollt sterben. Na, siehst du wohl, finde ich gut. Borstiges Fell. Ach ja. So. Ruhe im Kapuff. Lalalalala. Wir marschieren hier durch die Wildnis, freuen uns unseres Lebens. Können erstmal doch da oben gehen. Oh, Trolle. Doch keine Trolle, oder? Doch. Na, gefällt euch das nicht? Ich find's gut. Böse, böse Trolle. Lässt du das mal? So, Elixier des Geistes nehmen wir natürlich mit. War hier sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Hier ist nichts weiter. Ach, abgesehen von ein paar bösen, bösen Wildschweinen. Warum seid ihr eigentlich so schnell? Ha? So, paar Wildschweine weniger. Map? Jo. Hä? Ach, das war sie. Elsa. Elsa, Elsa, Elsa. So. Ach, hier haben wir gleich mal ein bisschen wieder was. Na, gefällt euch nicht, was? Ach, Mann. Jetzt lohnt sich's auch. Mann! Blöde Wildsau. So. So. Ach, nimmst du das borstige Fell mal mit? Lalalalala. Machst du so? Da war was. Da war nix. Ach je. So. Da. Machst du aus. Aus. Also vom Level her ist es genau richtig. Also ich bin 31, sie sind 32. Also da habe ich mich auf jeden Fall nicht vertan. Heute Abend gibt es Wildschwein. Jawohl, ja, so. Na gut. Wir gucken dann gleich mal. Was haben wir da oben? Auf jeden Fall erstmal Gegner. Ja. Da sind auch noch Gegner. Mit ist zwar zu eigentlich. Aha. Das ist eine Quest hier. Okay, das ist der Schmugglerpass. So, so. Nehmen wir. Hallöchen. Kommt her. Heute nicht. Kein Bock.
So, da fallen sie einer nach dem anderen. I can't carry anymore. Was? Ach, jetzt geht das wieder los. La la la, la la la. Ja gut, aber das passt eh. Dann gehe ich im Off verkaufen, unterbreche die Aufnahme kurz und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Für einen Daumen hoch, für ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich doch sehr bedanken. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!